Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video zum zweiten Chakra in unserer Chakra Challenge. Wer es den Start verpasst hat, wer es nicht mitbekommen hat, in diesem Jahr machen wir eine 7-monatige Chakra Challenge. Das heißt, wir beschäftigen uns immer einen Monat lang mit einem Chakra. Wir haben mit dem Wurzelchakra angefangen und sind jetzt mittlerweile beim zweiten Chakra angelangt, beim Sakralchakra. Als erstes würde mich natürlich sehr interessieren, wie der erste Monat für euch war, wie die Arbeit mit eurem Wurzelchakra für euch war. Schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich mache natürlich auch mit und für mich war es schon krass, die Veränderungen zu sehen in meinem Verhalten, diese Aha-Momente zu haben und das dann wiederum darauf zurückführen zu können, okay, ja, mein Wurzelchakra hat jetzt mehr Energie, das heißt, die Themen des Wurzelchakras sind jetzt ausgeglichener, sind jetzt präsenter bei mir. Also woran ich das zum Beispiel gemerkt habe, ist, wenn das Wurzelchakra blockiert ist, nicht ausgeglichen ist, nicht von Energie durchflutet wird, dann ist auch viel so dieses Präsentsein nach außen, ganz viel reden müssen, ganz viel präsent sein auf YouTube, auf Instagram und alles erzählen müssen. Und das habe ich jetzt bei mir so gemerkt, ich erzähle Dinge nicht mehr für andere Menschen. Also ich muss nicht auf Instagram erzählen, dass ich draußen spazieren war, damit andere Leute sehen, die geht ja wirklich spazieren. Oder ich muss auf Instagram nicht von meinem Wochenende erzählen oder was ich geplant habe, damit andere Leute sehen, oh, sie ist aktiv, sie macht und tut. Also ich bin wirklich viel mehr bei mir und überlege mir so, manchmal habe ich so diesen Moment und denke mir so, ja, früher hättest du das jetzt auf Instagram erzählen. Jetzt denke ich mir so, ja, aber es ist nicht wichtig oder es ist etwas, was die Welt nicht erfahren muss. So, versteht ihr, was ich meine? Also ich habe früher viel so gemacht, um anderen Leuten zu zeigen, dass ich es mache. Deswegen habe ich es erzählt, was totaler Quatsch ist, dieses nach außen präsentieren. Und jetzt mit einem ausgeglicheneren Wurzelchakra habe ich dieses Bedürfnis überhaupt gar nicht mehr. Also früher habe ich auch zig Fotos gemacht, wenn ich irgendwie in einem Café mit einer Freundin saß oder unterwegs war, um anderen Leuten zu zeigen, dass ich unterwegs bin, dass ich aktiv bin. Was eigentlich totaler Quatsch ist, weil ich das ja für mich mache. Und wenn ich weiß, ich bin aktiv und ich bin unterwegs, dann reicht das ja wohl. Genau, das war sowas, was ich sehr stark bei mir gemerkt habe. Ansonsten war ich einfach extrem ruhig und entspannt und es hat mir unglaublich gut getan, diese Arbeit mit dem Wurzelchakra, dieses Urvertrauen, diese Verwurzelung, diese Erdung. Es war echt richtig gut und ich freue mich jetzt auf den nächsten Monat, wenn wir uns um das Sakralchakra kümmern. Ich war also, bei mir waren so erstes und zweites Chakra, das waren auf jeden Fall die, um die ich mich verstärkt kümmern musste. Und deswegen bin ich gespannt, was dieser zweite Monat jetzt mit mir macht. Sakralchakra, zweites Chakra. Die zentralen Themen dieses Chakra sind, ihr merkt, es wird mein Lieblingsmonat, Sexualität, Sinnlichkeit, Fortpflanzung, Kreativität, schöpferische Lebensenergie. Also richtig tolle Themen. Die Farbe ist orange. Das ist meine Tasse von Chakmonie zum Sakralchakra. Finde die wunderschön. Und zur Lage. Das Sakralchakra liegt etwa auf Höhe des Kreuzbeins, ungefähr 2 Fingerbreit unter dem Bauchnabel und etwa oberhalb der Geschlechtsorgane. Ich glaube, damit kann man sich das so in etwa vorstellen, wo das Sakralchakra liegt. Und die Wirkungsbereiche des Sakralchakras sind auch wieder sehr vielseitig. Ist natürlich der gesamte Beckenbereich, der Bereich des Kreuzbeins, dadurch natürlich auch die Geschlechts- und die Unterleibsorgane, die Gebärmutter, die Nieren, die Blasen, aber auch Blutkreislauf, der Lymphfluss und das Sakralchakra steuert auch die Entgiftung des Körpers. Über die Harnwege liegen ja dort mit in diesem Bereich. Und ich habe mir wieder ganz viele Notizen gemacht. Und Sakralchakra ist natürlich das Zentrum der sexuellen Energie, der Sexualität, der weiblichen Energie. Deswegen macht mir die Arbeit damit auch sehr, sehr große Freude. Und wenn die Energie im Sakralchakra ungehindert fließen kann, dann fällt es uns leicht, das Leben in vollen Zügen
zu genießen, mit allen Sinnen zu genießen. Dann bejahen wir Sexualität und Sinnlichkeit und leben das einfach auch und sind da auch nicht auf irgendeine Art und Weise blockiert. Wenn das Sakralchakra sehr aktiv ist, dann nehmen wir uns körperlich auch an. Also dann finden wir uns körperlich auch schön. Und das ist ja die Basis zu einer ausgefüllten Sexualität, zu einer ausgefüllten Partnerschaft. Und dann sind wir auch voller Lebensfreude, voller Vitalität. Wir haben Selbstbewusstsein natürlich auch. Wenn jetzt im Sakralchakra ein Mangel besteht, dann kommen so Sachen auf wie Eifersucht, Wut, Angst und natürlich ein Mangel an sexueller Lust, logischerweise. So, und was können wir jetzt in diesem Monat tun, wenn wir mit unserem Sakralchakra arbeiten wollen? Also, Farbe ist Orange. Ihr könnt euch also wieder mit der Farbe Orange umgeben. Ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf dieses Video festgestellt, ich habe nichts in Orange. Ich habe keinen Schal in Orange, kein Kleidungsstück in Orange. Ich habe keine Decke in Orange, nichts. Also ich muss mir mal irgendwie was in Orange besorgen. Ansonsten zum Beispiel wieder die tollen Produkte von Chakmonie, wie hier zum Beispiel diese Chakra-Tasse, die ich dann jetzt einfach im Februar verstärkt ausschließlich benutzen werde. Da gibt es auch einen ganz, ganz tollen Tee, den habe ich auch für Sakralchakra, bekommt ihr auch bei Chakmonie. Da gibt es natürlich für diesen Monat jetzt auch für Sakralchakra wieder einen Rabatt. Da findet ihr alle Infos unten in der Infobox. Ansonsten, das ätherische Öl für das Sakralchakra ist zum Beispiel Orange. Das ist zum Beispiel so ein Öl von doTERRA bei mir, was nie ausgehen darf, wilde Orange. Ansonsten auch Vanille und Pfeffer, genau, Vanille und Pfeffer. Das sind auch die Gewürze für das Sakralchakra, Vanille und Pfeffer. Edelsteine muss ich nachlesen. Edelsteine sind Goldtoppers, Hyazinth, Koralle und Feueropal. Wenn ihr da die Edelstein-Fraktion seid, dann sind das die richtigen für euch. Genau, ansonsten verlinke ich euch unten in der Infobox wieder Yoga-Übungen für das Wurzelchakra, Meditationen für das Sakralchakra. Yoga-Übungen für das Sakralchakra und Meditation für das Sakralchakra. Das ist wirklich das, was ich so am meisten mache. Also am meisten meditiere ich mit den entsprechenden Meditationen für das Chakra, Yoga-Übungen und halt diese Kleinigkeiten, ne, dass ich halt aus dieser Tasse trinke oder beim Wurzelchakra, dass ich mich mit der Farbe Rot viel umgeben habe. Und immer wenn ich wirklich dann auch meditiere oder Yoga mache für das Chakra, diffuse ich dann auch den entsprechenden Duft. Das war halt beim Wurzelchakra das Zedernholz. Ich weiß, das ist gewöhnungsbedürftig, aber irgendwann merkt man das auch nicht mehr. Und jetzt ist es halt, wird es die wilde Orange in meinem Fall werden, weil ich das einfach auch sehr, sehr gerne mag. Ansonsten kann man natürlich auch Vanille und Pfeffer diffusen, gibt ja auch schwarzen Pfeffer, glaube ich, als ätherisches Öl, aber ich finde wilde Orange einfach immer sehr gut und ist auch ein sehr, sehr vielseitiges ätherisches Öl. Ich benutze es auch sehr viel im Haushalt, nur mal so nebenbei. Genau, also ich freue mich sehr, von euren Erfahrungen zu hören, wie es euch im letzten Monat ging mit dem Wurzelchakra, und freue mich auf unseren gemeinsamen Monat jetzt mit dem Sakralchakra. Wenn ihr euch übrigens austauschen wollt über die Chakra Challenge, könnt ihr das in meiner Facebook-Gruppe tun. Dort haben sich schon zwei, drei Mamas gefunden, die die Challenge mitmachen. Die tauschen sich so ein bisschen aus, was sie so machen und wie es ihnen dabei so geht. Also wenn ihr da Lust drauf habt, dann kommt gerne in meine Facebook-Gruppe. Die ist auch unten in der Infobox verlinkt. Wie gesagt, dort findet ihr auch den Rabattcode wieder für die Sakralchakra-Produkte von Chakmonie. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!